Hi Leute, heute mal outside. Genau, mal was anderes wie Meerwasser. Ich stehe in meinem Garten hier unter meinem kleinen Pavillon und ihr hört es im Hintergrund plätschern. Ihr wolltet immer mal meinen Teich sehen und dann gucken wir uns den doch jetzt hier mal an. Ich habe hier einen kleinen, so knapp ungefähr 9 bis 10 Kubikmeter Teich, der ziemlich dicht besetzt ist. Hier meine Jungs, die warten schon wieder auf Futter. ja, das ist mein Koi-Teich. Ich habe hier Original-Japan-Kois drin, die ich alle von klein auf großgezogen habe. Also ich habe die mir wirklich recht jung gekauft, weil ansonsten sind sie halt zu teuer. Und jedes Tier, was hier drin ist, ist von mir selbst großgezogen worden und im Endeffekt gewachsen und ja, vertraut mit mir und eine Augenweide. Ja, kann man nicht anders sagen. Die Tiere kaufe ich, wie gesagt, relativ klein, dann sind sie noch nicht hundertprozentig ausgefärbt und ich lasse sie dann eine Zeit lang hier wachsen, ein auf zwei Jahre, gucke, wie sich die Färbung dann entwickelt an den Tieren. Die ist halt unterschiedlich. Wenn die im Endeffekt so ist, wie ich sie mir vorstelle, dürfen sie bleiben. Ansonsten gebe ich die Tiere weiter für kleines Geld, weil ich sie ja im Endeffekt auch für kleines Geld gekauft habe. Weil das, was jetzt hier drin ist, das sind teilweise Tiere, wenn man sich die in der Größe kaufen würde, in Anführungszeichen, ist ähnlich wie im Meerwasser, dann wird man arm. Ja, ich habe hier vorne einen, den blende ich euch nachher mal kurz mit ein. Der hat mittlerweile seine 65, 70 Zentimeter. Die liegen in der Regel zwischen 800, 900 Euro, wenn nicht sogar noch mehr, je nach Ausfärbung und so. Da bin ich nicht im Saft drin, beziehungsweise im Thema drin, weil ich sagen könnte, oh, da hat jetzt da und da eine Färbung, die nicht ganz dahin passt. Interessiert mich nicht. Die müssen schön aussehen, die müssen mir gefallen. Ja, wo ich dann halt wirklich Wert drauf lege, dass es halt Importierte aus Japan sind, dass es wirklich Japan-Kois sind und keine Euro-Kois. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass Euro-Kois hier gezogen werden und die Japan-Kois tatsächlich dann in Japan großgezogen werden. Da liegt mit Masse der Unterschied. In der Qualität ist es dann natürlich auch noch ein bisschen anders. Die Japaner legen da ein kleines bisschen mehr Wert auf Kleinigkeiten, die mir selber jetzt wurscht sind. Aber ich kann von mir behaupten, dass hier in dem Teich tatsächlich Original-Japan-Kois drin sind. Ja. Wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich Wert drauf lege. Ja, alles in allem, das Ding ist hier im Wintermodus da hinten schon. Ihr seht, da läuft es ganz kräftig durch. Ich hoffe, das sieht man, ansonsten blende ich es separat ein. Meine Filteranlage da hinten ist mehrstufig aufgebaut und reicht für diese Gartenteichgröße. Wie gesagt, das ist so an der obersten Grenze. Ansonsten müsste ich das da hinten schon wieder komplett ändern und größer bauen. Das würde sonst nicht funktionieren. Ich habe im hinteren Teil tatsächlich nur eine mechanische Filterung, wo eine UV-Anlage normalerweise vorgeschaltet ist, die jetzt im Winter aus ist, weil ich die hier im Winter nicht brauche. Dann kommt noch mal eine feinmechanische Filterung über Watte. Darunter habe ich Aquarock als biologische Komponente und Zeolithgestein, die mir so ein bisschen Ammonium und Ammoniak rausziehen. Und davor ist dann noch Bewuchs, der dann jetzt auch schon da hinten in der Teichschale runtergeschnitten wurde, der dann auch noch mal ein bisschen dafür sorgt, Nährstoffe abzubauen. Rundrum um den Teich selber habe ich hier links und rechts überall Pflanzen, die natürlich auch dafür sorgen, dass Nährstoffe aus dem Wasser gezogen werden, die dann zur Filterung bzw. für das Gesamt, für die Gesamtbiologie halt gut ist. Ich betreibe diesen Teich jetzt tatsächlich schon seit zig Jahren und habe hier keinen einzigen Wasserwert gemessen. Den Tieren geht es gut. Ich sehe im Prinzip, wenn ich reingucke, oh, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen mehr Algen. Ja, okay, dann muss ich dann im Endeffekt auch da mal wieder eine Kleinigkeit tun. Da gibt es ein spezielles Salz, was ich hier reinpacke, in einer ganz geringen Menge. Und dann ist innerhalb kürzester Zeit, habe ich meine Fadenalgen weg. Kostet eine Kleinigkeit, das Zeug, aber lohnt sich definitiv. Die Tiere sind gesund, ja, und der Besitzer freut sich. Ja, alles in allem, ihr seht hier, geht es in meinem Garten auch noch ein kleines bisschen weiter. Also sprich, der vordere Bereich zur Straße hin, ist schön zugebaut, dass man hier oben auch schön abgeschattet setzen kann.
Genau hinter euch sitzt im Prinzip die Bahn, ne, keine 30 Meter hier von meinem Standort entfernt. Und ich gucke mal, ob die Kamera jetzt mitgeht. Die müsste mich natürlich dann natürlich jetzt hier verfolgen. Schauen wir mal. Ja, ja, komm, 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 mach weiter, weiter, weiter. Ja, genau. So, so, das ist der andere Teil des Gartens hier hinten. Die Hecke muss geschnitten werden, ist jetzt auch wieder kurz davor. Das ist dann der Bereich hinten zur Bahn hin. Und direkt hinter diesen Bäumen seht ihr vielleicht oben laufen schon die Hochspannungsleitungen. Und da ist dann eben die Bahn. Ja, das im Endeffekt zu meinem Garten, zu meinem Teich, so wie es im Moment aussieht. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt oder mehr Informationen über meinen Gartenteich und über die Koi-Haltung, wie ich sie betreibe, wissen wollt, weil ich bin da jetzt nicht wirklich der Experte. Ganz ehrlich, da kann man genauso gut eine Wissenschaft draus machen wie bei mir mit Meerwasser. Aber so wie es da läuft, funktioniert es bei mir und ja, ich kann mich eben nicht genug beschweren. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein kleines Off-Topic-Video, sage ich jetzt mal. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur Premiere des Projekts. Da war ich nämlich heute beim Sebastian gewesen und habe da noch ein paar kleine Korallen vorbeigebracht, damit die erste Biologie da ist. Der hat sich gefreut wie Bolle. Entsprechende Bilder davon seht ihr auf Insta in der Story, also nur kurz zur Verfügung. Aber ansonsten dann im weiteren Verlauf in der Serie dann zu sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu, euer Viper. Ciao.